einen schönen guten Tag wieder zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist nicht für Leute, die einen schwachen Magen haben oder leicht zu irritieren sind durch Pflaster, blaue Flecke. Bluthaar gibt's keins, aber auf jeden Fall, die keine körperlichen Sachen sehen können, sollten bitte jetzt abschalten, spätestens vor dem Intro. Und zwar geht es heute um die OP, die ich hatte, um eine Stammvenenentfernung aus dem Bein. Und ich dachte mir, ich mache darüber einen Film, weil ich einfach diese Informationen und Bilder und Berichte nicht gefunden habe. Und ich denke einfach, es gibt genug junge Leute, bei denen die gleiche OP gemacht wird, die einfach nicht wissen, was auf sie dazu kommt. Und deswegen dieses Video. Wenn euch das interessiert, wie, was, wo passiert ist und warum und weswegen und weshalb, bleibt doch einfach dran. Zuallererst möchte ich euch erstmal einen kleinen Eindruck geben, wieso ich das habe machen lassen. Ich zeige euch gleich einen kleinen Film, was ich gemacht habe am Tag der OP, vormittags, damit ihr mal so ein kleines Vorherbild habt. Leider nah an Sicht. Ist ja jetzt auch egal, ich zeige es euch gleich. Auf jeden Fall ging es darum, dass ich mich habe operieren lassen. Nicht, weil ich Bock drauf hatte, sondern einfach, weil ich tierische Schmerzen hatte. Mann, was ist denn? Charlie Bear? Was willst du von mir? Nee, morgen wieder. Hey, lass die Babykatze in Ruhe. Oh, ist das eine Pissnäcke. Also ich habe mich operieren lassen, weil meine Stammvene im rechten Bein von oben ab der Leiste an bis unten zum Knöchel nicht mehr funktioniert hat. Nicht mehr funktioniert hat heißt, es wurde optisch zu einer Krampfader. Es gab verschiedene Dellen, die sehr blau waren, wie eine Ader halt unter der Haut aussieht. Das Problem dabei war, dass sie auch noch hervorkam, halt sich rausgedrückt hat durch die Haut durch und halt nicht mehr funktioniert hat. Also sprich, der Blutkreislauf hat nicht mehr funktioniert in dieser Ader. Demnach hat immer ein sehr großer Druck da drin stattgefunden und nach längerem Stehen musste ich dann, wenn ich nicht diese komischen sexy Socken getragen habe, mein Bein massieren, damit da überhaupt ein bisschen Bewegung reinkommt und ich nicht so eine Schmerzen habe. Nun zeige ich euch mal mein kurzes Video, wie das Ganze am Tag ein paar Stunden vor der OP aussah. So, dann zeige ich euch jetzt mal mein Beinchen. Also es geht jetzt zum Beispiel hier drum, das oder das hier. Das sind so alles Sachen, die durch diese Vene, durch diese kaputte Vene halt passieren. Und diese Sachen werden dann halt heute rausgezogen. Ich traue der ganzen Sache noch nicht so. Ich weiß auch gar nicht, was ihr jetzt seht oder ob ihr das jetzt richtig sehen könnt hier alles. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Hier unter dem Tattoo, das habe ich schon so ein bisschen übermalen lassen, damit man es nicht mehr so doll sieht. Aber das ist dann natürlich so Sachen, die man nicht übersehen kann. Ja. Dann gucken wir uns das Ganze doch mal an nach der OP. Ich zeige euch jetzt mit Absicht nicht mein Gesicht, weil ich sehe aus wie Stulle. Ich bin nicht geschminkt oder irgendwas. Wozu, wenn ich gleich unter das Messer komme, ne? Ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen oder könnt es zumindest verstehen, warum ich das gemacht habe. Und jetzt zeige ich euch kurz die Mitschnitte, die ich gefilmt habe nach der OP. Fernsehen ausmachen. Wie spät haben wir es jetzt? 11.28 Uhr, also ist es jetzt noch nicht ganz ein Tag her. Ich sehe schon aus wie ein Mensch. Ich habe mich gar nicht wohl gefühlt, wie ich gestern aussah. Ich habe jetzt einen Druckverband in der Leiste und mein komplettes Bein ist bandagiert. Ich muss jetzt innerhalb einer halben Stunde wieder ins Krankenhaus. Da wird so ein Verbandswechsel gemacht und ich muss meine komischen Thrombosestrümpfe werden mir angezogen. Ich kann nicht auf die Toilette gehen, weil die Rückseite von meinem Oberschenkel megamäßig wehtut und ich auch nicht mich anstrengen kann, weil dann fühlt sich das an, als wenn meine Leiste explodiert. Ich werde jetzt gleich erstmal im Krankenhaus fragen, ob ich das darf. Nicht, dass ich irgendwas kaputt mache, es tut echt weh. Gestern konnte ich komplett gar nicht laufen, heute geht es schon. Wie man es laufen... Oh. Wie man es laufen nennt. Ne? Also es ist halt sehr krepelig und langsam.
Ja, mal gucken, was jetzt gleich im Krankenhaus passiert. Die wollen mir ja meine Socken, meine Thrombosestrümpfe anziehen. Und dann gucke ich mir das mal an und mal gucken, wann es das nächste Update gibt. Ja, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Die Narkose war sehr cool. Die Leute in Pinneberg, die waren alle sehr, sehr nett. Und die Narkose war wirklich voll soft. Ich habe nichts mitbekommen. Von dem Einschläfern, also manchmal wird es ja so warm in der Schulter oder so oder am Arm, aber das war echt cool. Ich hatte mehr Angst, als ich hätte haben müssen, aber ich denke mal, das ist normal, das hat jeder so. Sieht meine Haarschell. Ich liege den ganzen Tag so. Mein Becken spüre ich mittlerweile nicht mehr. Geschlafen habe ich auch nicht. Ich bin seit 3:30 Uhr wach, als ich nachts auf Toilette musste. Ja, ich denke immer, oder ich hoffe mal, dass ich dann heute Abend besser schlafen kann, auch wenn ich jetzt diese ganze Bandage abhabe, dass dann, dass ich mich ein bisschen besser bewegen kann oder so. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Vor allem bin ich auch echt gespannt, was sie gemacht haben, weil ich war gestern sowas von gar nicht zurechnungsfähig. Die konnten mir da sonst was erzählen. Ich habe das eh alles nur hier rein, da raus mitbekommen. Ich werde jetzt gleich nochmal ausquetschen, weil ich habe ja zwei Stammvenen gehabt, aus welchem Grund auch immer. Das habe ich mitbekommen. Wo man eigentlich nur eine hat. Aber sie haben beide rausgenommen, soweit ich weiß. Und jo, mal fragen. Ich werde dann berichten. Tschüss. So. Nächstes Update, Tag 8. Bin gerade aus der Dusche gekommen und dachte mir, ich zeige euch das mal kurz. Ich muss jetzt nämlich die Pflaster wechseln. Und ja. Diese ganzen schwarzen Punkte sind die Nähte, ne? Der blaue Fleck ist auch nett. Ich mach mal so. Meine Kniekehle, also hier sind zwei Streifen. Die ermöglichen es mir nicht, mein Bein wirklich 100% gerade zu machen. Und wenn, also, das ist echt übel. Das Rest des blauen Flecks sieht schon richtig gut aus, so in der Mitte. Man sieht immer genau in den Pflastern, wie die Pflaster gesessen haben. Das Blut und unter der Haut, das quetscht sich immer in Form. Ja, also laufen ist immer noch nicht so wirklich. Stehen tut auch immer noch weh. Und alles, was im Teil zu Stuhlkanten und so, was so alles die Haut nach oben quetscht, tut auch unheimlich weh. Deswegen heißt es immer nur mit den Knochen auf dem Stuhl sitzen oder komplett das Bein halt hoch haben. Ja. Was sagst du, was? Bin schon gespannt, wie es aussieht. Achso, ja, und im Übrigen, der blaue Fleck, der ist auch überhart. Ich kann das auch alles nicht anfassen. Selbst so ein Katzenschwanz, wenn der da vorbei wedelt, tut mir das weh. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz die Leiste in ganz nah, damit ihr hier nicht meine Mumu seht. Aber damit ihr einfach mal seht, was da auf euch zukommen könnte. Ist ja auch mal pro OP unterschiedlich. Ich habe jetzt auch mal mein Bein eingecremt, weil mein Bein, mein Fuß, die Haut leidet extrem unter dieser komischen Thrombosesocke. Die ist halt extrem trocken gewesen und so. Und da habe ich jetzt erstmal meinen Fuß wieder schön gemacht und mein Bein halt eingecremt. Ich warte jetzt gerade, dass es noch ein bisschen einzieht. Und kommen wir mal zur Leiste. So, das ist die Leiste. Ja, das ist schon etwas, ja, ich habe mich rasiert und näher habe ich mich nicht rangetraut. Das Ganze juckt unheimlich doll. Mein Mann ist ja total ängstlich bei Verletzungen, wenn ich irgendwelche habe. Und der traut sich ja dann da immer nicht ran. Aber ich würde ihn so dafür die Füße knutschen, wenn er hier so ein bisschen langkrauen würde, weil das juckt, die Heilung juckt halt extrem. Aber ey, dafür sehe ich wie mein Knöchel. Achso, ich sehe auch gerade am unterhalb des Knöchels ist auch heftig ein blauer Fleck. Ich weiß nicht, ob ihr das seht durch das Licht jetzt gerade. Hier ist auch alles grün. Dann auch nochmal Schnitte. Eins, zwei und hier ist noch ein dritter. Seht ihr den? Da waren auch ganz viele Adern und so. Ja. Gucken wir doch mal, wie das weitergeht, wa? Ich bin schon auf das Endergebnis gespannt. Mal gucken, wann die ganzen Schmerzen aufhören. Das nervt mich nämlich ganz schön. Gut. Nächstes Update kommt dann erst
irgendwann. Beziehungsweise doch, ich werde noch ein letztes machen morgen. Tschüss. So, jetzt stelle ich mich mal hier bewusst an die Seite. Und zwar blende ich euch jetzt hier auf dieser Seite verschiedene Bilder ein mit verschiedenen Daten drauf, wann ich diese geschossen habe, beziehungsweise wie alt die OP dann war. Ich muss dazu sagen, ich kann heute haben wir Tag 12 nach der OP. Mir wurden gestern die Fäden rausgezogen, was echt nicht lustig war, weil in der Leiste es ganz schön geziebt hat und man nicht wirklich an den Knoten rankam, warum auch immer. Kann ich bis heute noch nicht mein Bein gerade machen, durch die ganzen Hämatome, die ich da habe, in der Kniekehle und am Oberschenkel. Gegenkommen darf man sowieso nicht, also ich humpel noch durch die Gegend. Ich kann aber immerhin schon wieder einigermaßen gut Treppen laufen, weil ich habe ja ein Haus mit 2 Stockwerken und da muss ich Treppen laufen können. Und was gibt es noch zu sagen? Was mir sehr doll aufgefallen ist, ist, wenn ich liege und kalte Füße habe, das unoperierte Bein, was vielleicht im Herbst gemacht wird, wird schneller warm als das operierte Bein. Also die Blutwege dauern halt ewig, bis die sich wieder gefunden haben und dass der Kreislauf wieder stattfindet. Also das dauert immer ein bisschen. Klar, hochlegen ist das Beste. Habe aber gestern beim Arzt auch die Erlaubnis bekommen, wieder lange stehen zu können. Die Katze macht mir gerade das Fenster kaputt. Und ja, im Großen und Ganzen fand ich es gut. Ich habe ja jetzt das Schlimmste hinter mir. Wenn ich daran denke, dass ich noch auf der anderen Seite ran muss, nicht so toll. Aber ich denke, dass einfach mal mit 29 Jahren du nicht aussehen musst wie so eine Oma, die halt wirklich schon sehr viel damit zu tun hat, mit den Wehen. Und wenn es notwendig ist, durch den Kreislauf, der nicht mehr vorhanden ist, dass das raus muss, dann muss es raus. Jetzt habe ich wenigstens keine Probleme mehr beim Stehen. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Ich werde jetzt, ich habe halt wie gesagt noch von oben bis unten ein Hämatom. Was ich nicht wusste, was mir auch nicht gesagt wurde, beziehungsweise es kann ein Hämatom entstehen, was aber schon sehr hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das passiert. Dieser Hämatom ist auch teilweise stellenweise sehr hart, also sehr verhärtet das Blut, was da unter der Haut ist. Ist ja auch klar, wenn man sich überlegt, dass diese Stammvene rausgezogen wird mit dieser Spirale da. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Sonde, genau, mit der Sonde. Und wenn man überlegt, was da alles für Gefäße abreißen, ist es auch klar, dass es einblutet. Ich hatte das Glück, dass ich keine Drainage bekommen habe in der Leiste. Das fand ich gut, weil ich weiß, was Drainagen bedeuten. Was ich auch nicht musste, war mir Thrombosespritzen zu geben. Das musste ich auch nicht machen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Das Ganze wurde natürlich unter Vollnarkose gemacht. Das war eine Sache von, ich glaube, einer Stunde, weil ich halt so viele verwinkelte Äste noch hatte. Und die natürlich auch alle raushaben wollte. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Also jetzt heißt es halt 4 Wochen lang durchgehend den Strumpf tragen, was echt nervig ist, weil ich bin ein Barfußschläfer. Also ich kann nicht mit Socken an oder irgendwas schlafen. Ich kriege immer die Oberkrise. Aber naja, gut, was macht man nicht alles, um dass das irgendwie einigermaßen gut verheilt? Ja, ich glaube, ich werde nochmal ein Update zeigen, wenn der Hämatom weg ist. Und dann kann man mal schön so dieses Vorher-Nachher reinblenden. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video irgendwie helfen konnte, die ganze Sache ein bisschen zu realisieren und dass ihr wisst, was auf euch zukommt. Die Katze verschiebt mir gerade die Kamera. Marzi! Auweia! Hat die nicht alles machen können, wenn die raus war? Das ist unglaublich. Gut. Das war's jetzt auch schon wieder von mir. Das nächste Mal kommt ein Schminktutorial oder was haltet ihr denn von diesen Too Much Information Tag. Das sind 50 Fragen über eine Person. Mich. Wenn ihr Bock darauf habt, lasst es mich wissen, wieder unten in den Kommentaren. Ansonsten tut es mir echt sehr leid, dass ihr diese Bilder ertragen konntet, musstet. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass ich einfach mal Leuten das nahelegen kann, die das jetzt auch vor sich haben. Wie gesagt, ich bin mit 29 nicht einer der Jüngsten, sondern es gibt noch viel jüngere Patienten mit diesen Leiden. Leider. Und im Großen und Ganzen war es aber gar nicht schlimm. Schmerzen halten sich auch in Grenzen, also macht es. Ihr habt danach wieder schöne Beine. Die Durchblutung wird übernommen von anderen Adern. Und haltet euch bloß am Strumpf tragen. Ansonsten könnte es nämlich sehr schnell passieren, dass ihr andere Krankheiten habt.